la 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 la. Bravo, 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 la 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 la. Pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per valdiere, vita più nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando, tutto comando tutto qui sta. E la risorsa poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la malera. Col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per barbiere di qualità. Di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle, vuole perrucca, presso la barba, vuole cinquegna. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, vuole perrucca, presso la barba, presso di dietro. Ehi, Ficarro! Ficarro! Figaro, 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 Figaro! Ahimè, ahimè, che gloria, ahimè, che balla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità! Uno alla volta, per carità! Figaro! Son qua, ehi Figaro, son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, tanto prontissimo, sono come il fulmine, sono il sacco della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il fagotto della città, sono il fagotto della città, della città, della città, della città. Buongiorno Figaro! Meine Damen und Herren, ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich kann Ihnen sagen, es war für mich auch eine große Überraschung. Vor einigen Monaten bekam ich einen Anruf aus New York, von meinem Büro, das ich in New York habe. Und einer meiner Mitarbeiter dort sagte,
Da war ein Herr am Telefon und da möchte ich mich sprechen. Und dieser Herr sei ein großer Fan von mir und hat einen Walzer komponiert und möchte unbedingt, dass ich diesen Walzer spiele mit meinem Orchester. Ich kann Ihnen sagen, ich bekomme fast jeden Tag solche Anrufe oder Mails oder Briefe von Leuten, die mir sagen, dass sie einen Walzer komponiert haben und dass ich den spielen muss. Und die Erfahrung hat mir gelehrt, dass in all diesen Jahren noch kein neuer Johann Strauss aufgestanden ist. Und ich bevorzuge noch immer die Walzer von Johann Strauss. Aber wo ich den Namen von diesem Mann hörte, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ein weltberühmter Schauspieler, der allergrößte Hollywood-Star, den wir jetzt in dieser Zeit haben. Dieser Mann hat vor 50 Jahren, da war er noch Musiker, gewechselt zu Film. Und in dieser Zeit, als er Musiker war, hat er einen Walzer komponiert. Und diesen Walzer auf Papier geschrieben, aber nie zu hören bekommen. Er hat diesen Walzer noch nie gehört, hat sich nie getraut. Dann hat er mich vor einigen Jahren im amerikanischen Fernsehen gesehen und gesagt, dieser Mann muss meinen Walzer spielen mit seinem Orchester. Und ich habe ihm ein Telefon gehabt, es war sofort ein riesenguter Kontakt, ein unglaublich freundlicher Mensch. Ich habe ihm gesagt, schick mir die Noten. Und er hat es gemacht. Wir haben den Walzer aufgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieser Walzer ist unglaublich schön, spannend, romantisch, packend, filmisch. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Walzer hier heute in Wien uraufführen können. Und ich bin noch viel mehr stolz, dass dieser weltberühmte Hollywood-Star aus Los Angeles hierher geflogen ist und hier heute Abend bei uns ist. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins! Thank you for being here, Sir Hopkins. Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir diesen herrlichen Walzer, den Sir Anthony komponiert hat. Und der Name ist sehr passend. And the Waltz Goes On, auf Deutsch. Und der Walzer lebt weiter. Sir Anthony Hopkins. Thank you.
Meine Damen und Herren, ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich kann Ihnen sagen, es war für mich auch eine große Überraschung. Vor einigen Monaten bekam ich einen Anruf aus New York, von meinem Büro, das ich in New York habe. Und einer meiner Mitarbeiter dort sagte, da war ein Herr am Telefon und da möchte ich mich sprechen. Und dieser Herr sei ein großer Fan von mir und hat einen Walzer komponiert und möchte unbedingt, dass ich diesen Walzer spiele mit meinem Orchester. Ich kann Ihnen sagen, ich bekomme fast jeden Tag solche Anrufe oder Mails oder Briefe von Leuten, die mir sagen, dass sie einen Walzer komponiert haben und dass ich ihn spielen muss. Und die Erfahrung hat mir gelehrt, dass in all diesen Jahren noch kein neuer Johann Strauss aufgestanden ist. Und ich bevorzuge noch immer die Walzer von Johann Strauss. Aber wo ich den Namen von diesem Mann hörte, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ein weltberühmter Schauspieler, der allergrößte Hollywood-Star, den wir jetzt in dieser Zeit haben. Dieser Mann hat vor 50 Jahren, da war er noch Musiker, gewechselt zu Film. Und in dieser Zeit, als er Musiker war, hat er einen Walzer komponiert. Und diesen Walzer auf Papier geschrieben, aber nie zu hören bekommen. Er hat diesen Walzer noch nie gehört, hat sich nie getraut. Dann hat er mich vor einigen Jahren im amerikanischen Fernsehen gesehen und gesagt, dieser Mann muss meinen Walzer spielen mit seinem Orchester. Und ich habe ihm ein Telefon gehabt, es war sofort ein riesenguter Kontakt, ein unglaublich freundlicher Mensch. Ich habe ihm gesagt, schick mir die Noten. Und er hat es gemacht. Wir haben den Walzer aufgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieser Walzer ist unglaublich schön, spannend, romantisch, packend, filmisch. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Walzer hier heute in Wien uraufführen können. Und ich bin noch viel mehr stolz, dass dieser weltberühmte Hollywood-Star aus Los Angeles hierher geflogen ist und hier heute Abend bei uns ist. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins! Thank you for being here, Sir Hopkins. Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir diesen herrlichen Walzer, den Sir Anthony komponiert hat. Und der Name ist sehr passend. And the Waltz Goes On. Auf Deutsch. Und der Walzer lebt weiter. Sir Anthony Hopkins.
Meine Damen und Herren, ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich kann Ihnen sagen, es war für mich auch eine große Überraschung. Vor einigen Monaten bekam ich einen Anruf aus New York, von meinem Büro, das ich in New York habe. Und einer meiner Mitarbeiter dort sagte, da war ein Herr am Telefon und da möchte ich sprechen. Und dieser Herr sei ein großer Fan von mir und hat einen Walzer komponiert und möchte unbedingt, dass ich diesen Walzer spiele mit meinem Orchester. Ich kann Ihnen sagen, ich bekomme fast jeden Tag solche Anrufe oder Mails oder Briefe von Leuten, die mir sagen, dass sie einen Walzer komponiert haben und dass ich den spielen muss. Und die Erfahrung hat mir gelehrt, dass in all diesen Jahren noch kein neuer Johann Strauss aufgestanden ist. Und ich bevorzuge noch immer die Walzer von Johann Strauss. Aber wo ich den Namen von diesem Mann hörte, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ein weltberühmter Schauspieler, der allergrößte Hollywood-Star, den wir jetzt in dieser Zeit haben. Dieser Mann hat vor 50 Jahren, da war er noch Musiker, gewechselt zu Film. Und in dieser Zeit, als er Musiker war, hat er einen Walzer komponiert und diesen Walzer auf Papier geschrieben, aber nie
zu hören bekommen. Er hat diesen Walzer noch nie gehört, hat sich nie getraut. Dann hat er mich vor einigen Jahren im amerikanischen Fernsehen gesehen und gesagt, dieser Mann muss meinen Walzer spielen mit seinem Orchester. Und ich habe ihm ein Telefon gehabt, es war sofort ein riesenguter Kontakt, ein unglaublich freundlicher Mensch. Ich habe ihm gesagt, schick mir die Noten. Und er hat es gemacht. Wir haben den Walzer aufgenommen und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieser Walzer ist unglaublich schön, spannend, romantisch, packend, filmisch. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Walzer hier heute in Wien uraufführen können. Und ich bin noch viel mehr stolz, dass dieser weltberühmte Hollywoodstar aus Los Angeles hierher geflogen ist und hier heute Abend bei uns ist. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins! Thank you for being here, Sir Hopkins. Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir diesen herrlichen Walzer, den Sir Anthony komponiert hat. Und der Name ist sehr passend. And the Waltz Goes On. Auf Deutsch. Und der Walzer lebt weiter. Sir Anthony Hopkins.
Thank you.